Ja? 1-0 gehört noch dazu. Also wenn 0-1 drin ist, dann muss auch 1-0 drin sein. Wenn 2-1 drin ist, dann muss auch 1-2 drin sein. Fertig? Ja, ne? Okay, können wir zumachen. Sehr gut. Sie sind nicht in die Falle getappt. Die Montagsgruppe gestern ist in die Falle getappt. Da fehlt doch noch 0-2 und 2-0. Nee, natürlich nicht. Ja? Und der Denkfehler, den man machen kann, ist das folgende. Hier steht nicht das folgende. Ich wische es gleich wieder weg. A steht in Relation zu B und B steht in Relation zu A. Das nicht. Nicht und. Das würde bedeuten, wenn ich für alle AB verlangen würde, dass A B zu B in Relation steht und B zu A, hätte ich letztlich das komplette Kreuzprodukt. Ja? Weil ich verlangen würde, dass alle zueinander in Relation stehen. Hier steht ein Wenn-Dann. Sie müssen aufpassen, auch insbesondere zum Beispiel in mündlichen Prüfungen, wenn man Sie fragt, was ist symmetrisch, dann kommt häufig folgende Antwort. A steht zu B in Relation und B zu A. Das ist irgendwie nicht richtig. Also erstmal wegen des Uns. Das darf nicht sein. Außerdem gehört mir sowas davor wie, für alle AB gilt das. Ja? A steht zu B in Relation und B zu A. Das ist zwar irgendwie so ein halb falsches, halb richtiges, intuitives Verständnis von symmetrisch, aber korrekt ist, für alle AB gilt, dass wenn A zu B in Relation steht, dass auch B zu A in Relation steht. Genauso, also Sie sehen, Mathematik bedeutet auch präzise sprechen. Folgende Prüfungsfrage: Was ist eine Relation? Kommt häufig als Antwort. Eine Relation ist, wenn zwei Elemente in Beziehung stehen. Das ist keine Definition von Relation. Das ist sozusagen nochmal Relation anders ausgedrückt. Okay, was bedeutet es, dass zwei Elemente in Relation zueinander stehen? Die korrekte Antwort ist, auf die Frage, was ist eine Relation? Eine Relation ist eine Teilmenge des Kreuzprodukts zweier Mengen. Punkt. Das ist die mathematische Definition. Eine Relation ist eine Teilmenge eines Kreuzprodukts zweier Mengen. So. Okay. Jetzt kommt, bevor wir zum antisymmetrisch kommen, okay, machen wir noch was? Schlagen Sie was vor? Transitivität, okay, das machen wir ganz am Schluss. Sie sagen mir jetzt, was wir machen. Also erstmal haben wir hier, antisymmetrisch kommt dann noch. Und transitiv. Was fehlt noch? Wer hat es gesagt? Asymmetrisch, genau. Asymmetrisch. Asymmetrisch bedeutet, für alle AB aus A gilt, wenn A in Relation steht zu B, dann steht nicht B in Relation zu A. Wenn A zu B in Relation steht, dann steht nicht B in Relation zu A. Haben wir hier eine asymmetrische Relation. Ja? Die kleine Relation. Genau, die kleine Relation. Können Sie es begründen? Ja, weil 0 ist ja kleiner als 1, aber auch man kann es schon umgehen, weil 1 ist nicht kleiner als 1. Genau. Oder wenn Sie es mal mit wenn, dann ausdrücken. Wenn 0 kleiner als 1 ist, dann ist 1 nicht kleiner als 0.
Wenn 0 kleiner 1 ist, ist 1 kleiner 0. Genau, und jetzt allgemein. Wenn eine Zahl klein a kleiner ist als eine Zahl b, dann ist nicht b kleiner a. Also ist kleiner asymmetrisch. Auch hier, also vielleicht erstmal wieder die andere Schreibweise. Ich meine, das können Sie jetzt selbst ergänzen. Ja. Für symmetrisch und asymmetrisch gilt in etwa das gleiche wie für reflexiv und irreflexiv. Ne? Asymmetrisch bedeutet nicht symmetrisch. Wenn ich eine symmetrische Relation habe, die ist symmetrisch hier, haben wir vorhin symmetrisch gebastelt. Wenn ich jetzt hier ein Element rausnehme, dann ist die hier nicht symmetrisch. Die ist aber nicht asymmetrisch. Denn bei asymmetrisch müsste ja gelten für alle a, b. Wenn a zu b in Relation steht, dann steht nicht b zu a in Relation. 0, 1 steht in Relation, dann müsste auch 1, 0 nicht in der Relation sein, ist aber drin. Also asymmetrisch ist sie jetzt nicht dadurch geworden, dass wir ein Element aus der symmetrischen Relation rausgenommen haben und dadurch eine nicht symmetrische Relation gebastelt haben. Nicht symmetrisch ist was anderes als asymmetrisch. Und nicht asymmetrisch ist auch nicht symmetrisch. Antisymmetrisch ist auch weder asymmetrisch, noch symmetrisch, noch nicht symmetrisch, noch nicht asymmetrisch. Okay? Sondern antisymmetrisch ist wieder eine komplett andere Eigenschaft. Heißt halt nur so, ähnlich, für alle a, b aus a gilt, wenn a in Relation steht zu b und b in Relation steht zu a, dann ist a gleich b. Sie haben eine Relation, wenn a zu b in Relation steht und b zu a, dann ist a gleich b. Aber nur wenn beides gilt, also wenn a zu b in Relation steht und b zu a, dann ist a gleich b. Haben wir hier eine antisymmetrische Relation? Bin mal gespannt, ob jemand auf die korrekte Antwort kommt, ja? Anne? Es trauen Sie schon nicht mehr. Nee. Ja. Gleich ist klar. Gleich ist antisymmetrisch. Mhm. Wenn 0 zu 0 in Relation steht und 0 zu 0, dann ist 0 gleich 0. Und es gilt für alle Elemente, ne? Antisymmetrisch. Okay. Haben wir noch eine andere? Ich verrate es Ihnen, die sind alle antisymmetrisch. Hä? Was? Wieso denn das? Ja, die Bedingung da trifft auf alle Elemente zu, von A und B. Auf diese Relation trifft auch zu, wenn 0 in Relation steht zu 1 und 1 zu 0, dann ist 0 gleich 1. Die Voraussetzung ist aber falsch. 0 steht zwar in Relation zu 1, aber 1 nicht zu 0. Nur wenn beide enthalten wären, dann müssten sie gleich sein. Aber Sie wissen, bei der Implikation, wenn die Voraussetzung falsch ist, ist die Implikation wahr. Sie können sich irgendeine Zweierkombination nehmen hier und Sie werden niemals in dieser Relation hier beide Tuppel einmal so rum finden. Nur wenn beide Tuppel drin wären, einmal so rum, dann müssten beide Elemente gleich sein. Das ist die Bedingung für antisymmetrisch. Ja. Ja, eine Relation kann gleichzeitig antisymmetrisch und symmetrisch sein, weil beides keine Gegensätze sind. So einfach ist es. Ja. Die Gleichheitsrelation ist symmetrisch und ist antisymmetrisch. Ja? Aber hier rechts steht ja auch 0,1 und 1,0. Ja.
Nee, die ist nicht antisymmetrisch. Diese hier ist jetzt nur nicht symmetrisch. Oh, da müssen Sie noch ein bisschen üben und so, und dann geht das schon. Ich mache da auch ständig Fehler noch. Ja. Ja. Vielleicht habe ich jetzt auch die ganze Zeit schon an irgendeiner Stelle Quatsch erzählt und es ist auf Video drauf und steht dann auf YouTube. Naja, und? Dann findet es irgendeiner raus und schreit unter das Video drunter, Prof erzählt Schwachsinn. Ja, super. Ah ja, doch, klar. Das ist Web 2.0, ja. Stellt irgendwas online und irgendjemand schreibt hin, Quatsch. Und dann kann man anfangen zu diskutieren. So super. Besser als früher, da hat jemand Schwachsinn online gestellt und keiner konnte irgendwas hinschreiben. Alle haben gedacht, Quatsch, konnten es aber nicht kommentieren. Jetzt kann es jeder kommentieren, ist doch toll. Okay, transitiv. Letzte Eigenschaft für heute. Bei der Transitivität brauchen wir jetzt drei Elemente. Für alle A, B und C gilt. Gut aufgepasst. Wenn A in Relation steht zu B und B in Relation steht zu C, dann steht auch A in Relation zu C. Wenn A in Relation zu B steht, A zu B und B zu C, dann steht auch A zu C in Relation. Sie haben so ein Brücken-B. Wenn A zu B in Relation steht und B zu C, dann auch A zu C. Beispiel. Ja, nehmen wir mal das hier. Ist die kleine Relation transitiv? Ja, fast. Also, ja, kleiner ist transitiv, weil wenn a kleiner b und b kleiner c, dann ist auch a kleiner c. Das heißt, die 0 ist kleiner 1 und die 1 ist kleiner 2. Sie hat 0 kleiner 2 gesagt. Die 0 ist kleiner 1 und die 1 ist kleiner 2. Also muss auch gelten, dass die 0 kleiner 2 ist. Ne? 0 kleiner 1 und 1 kleiner 2, daraus folgt 0 kleiner 2. Ja. Und ansonsten finden Sie keine Kombination, die diese Aussage hier widerlegen würden. Ne? Sie finden keine, die widerlegen würden sonst. Also gilt, die Relation ist transitiv. So kurz Hände waschen hier, dieser Kreidestaub.